Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, lange Zeit kam auf diesem Kanal kein Tennis-Content mehr online. Warum, kann ich euch leider auch nicht genau sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass sich das auf jeden Fall wieder ändern wird, sodass auf diesem Kanal wieder mehr Tennis-Content eingestreut wird. Verlieren wir keine Zeit und legen wir direkt mit dem Video los. Heute dreht sich alles um meine Blacklist-Spieler für das Jahr 2021. Was sind überhaupt sogenannte Blacklist-Spieler? Blacklist-Spieler sind für mich Spieler, die aufgrund bestimmter Eigenschaften einfach schwer einschätzbar sind. Sei es spielerisch, sei es mental, sei es wegen ihrer Einstellung. Es gibt einige Faktoren, die dafür sorgen, dass man auf Spieler X und Y einfach nicht wetten kann. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man auf folgende drei Spieler, ja, erstmal nicht wetten sollte, da man mit diesen sehr wahrscheinlich, also wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, eher Long-Term Minus generieren würde. Und das wollen wir nicht. Los geht's! Der erste Spieler auf meiner Blacklist lautet Grigor Dimitrov. Ein Spieler, der echt enormes, enormes und nochmals enormes Potenzial vorzuweisen hat. Und ein Spieler, der nicht umsonst ganz, ganz oft mit dem Großmeister Roger Federer verglichen wird. Auch unter anderem, weil beide eine zum Verwechseln ähnliche einhändige Rückhand haben, die extrem mächtig ist, die extrem viel Power und Wucht hinter hat. Eine einhändige Rückhand, die am Ende des Tages den Unterschied ausmachen kann und die das Match im Alleingang für sich entscheiden kann. Aber der Unterschied zwischen den beiden Spielern, und das ist das, was die Spreu vom Weizen trennt, wie man so schön sagt, ist, dass Grigor Dimitrov einfach die Konstanz fehlt. Denn er fokussiert sich außerhalb des Tennisplatzes auf alles andere, außer auf den Tennissport. Oder zumindest fokussiert er sich auf die anderen Dinge mindestens genauso viel. Und das sorgt eben dafür, dass er sein komplettes Potenzial nicht entfalten kann, dass der Fokus auf den Tennissport fehlt, dass er nicht das zeigen kann, was er normalerweise zeigen könnte, wenn er ein paar Prozent mehr in den Tennissport anstatt in seine ganzen anderen Beschäftigungen investieren würde. Nun ein paar Worte zu seiner Spielweise. Er hat einen sehr mächtigen Serve, auf den er sich auf jeden Fall verlassen kann. Auch seinen Second Serve. Ja, auch auf seinen Second Serve kann er sich verlassen, auch wenn es brenzlig wird. Sprich, er kann den etwas, ja, stärker reinspielen. Er kann den Kick Serve einstreuen. Das kann auch nicht jeder heutzutage. Nicht mal in der Top 100, so lustig das klingt. Und an der mentalen Stärke scheitert es bei ihm nicht. Er hat die Anlage. Gleichzeitig ist er auch ein Allrounder. Sprich, er kann auf dem Hartplatz spielen, auf dem Rasencourt, auf dem Sandplatz. Das ist auch schon die halbe Miete. Denn oftmals ist es so, dass bestimmte Spielertypen da und da und da zum Beispiel nicht spielen können. Er kann aber überall spielen. Er hat einen sehr, sehr hohen Spiel-IQ. Sprich, er weiß genau, wie man dem Gegner die Bälle zuspielen muss, damit dieser Forced Errors, also gezwungene Fehler, generiert. Er weiß genau, wie er den Ball übers Netz spielen muss, damit ihm der Gegner den Ball auf dem Silbertablett serviert, damit er den Punkt locker, flockig mit einem Winner abschließen kann. Auch auf der Grundlinie, also defensiv, ist er sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr gut auf den Beinen. Er kann den Slice einstreuen, um seinen Gegnern keinen Rhythmus zu geben, um den Gegner aus dem Spiel zu bringen. Einhändige Rückhand vorhanden, Serve vorhanden. Er kann aggressiv spielen. Er ist Allrounder. An der mentalen Stärke scheitert es nicht. Aber der Fokus fehlt und das sorgt eben ganz, ganz oft dafür, dass er Matches verliert, die er normalerweise gewinnen müsste. Oder dass er gegen Gegner verliert, die er normalerweise unter Voraussetzung des voll entfalteten Potenzials in Straight Sets vom Platz fegen musste. Und das hat mich und unsere Kunden sehr, sehr viel Geld gekostet. Und das sorgt eben dafür, dass ich diesen Spieler vorerst auf die Blacklist gepackt habe, dass ich mir gesagt habe, ich werde mein Geld, ich werde mein Vertrauen nicht mehr in Grigor Dimitrovs Hände legen, es sei denn, ich sehe zum Beispiel anhand von Social Media und so weiter und so fort, dass er sich viel, viel mehr auf den Tennissport fokussiert, dass er sich jetzt endlich mal eine Prio in seinem Leben setzt, dann werden wir ihm wieder vertrauen und unser Geld auf ihn platzieren. Vorerst bleibt er aber auf unserer Blacklist. Der nächste Blacklist-Spieler lautet Marin Cilic. Marin Cilic, traurig aber wahr, normalerweise ein Spieler, den man bis 2018 ja, extrem vertrauen konnte. Ein Spieler, der zuverlässig war, ein Spieler, der geliefert hat, ein Spieler, der sich auf seinen mächtigen Surf in Kombination mit seiner mächtigen und sehr soliden, ja, Vorhand verlassen konnte. Aber am 1.5.2018 hat sich alles geändert, denn am 1.5.2018 hat Marin Cilic geheiratet und seitdem ging bei ihm gar nichts mehr. Von dem einen auf den anderen Tag ging bei ihm gar nichts mehr, er war nicht mehr wiederzuerkennen, er war mental komplett eingebrochen, die Vorhand hat nicht mehr gestimmt, der Serve war nicht mehr so solide,
Die Doppelfehler nahmen auf einmal zu. Und am 1.5.2018, wie bereits gesagt, hat er geheiratet. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ich an diesem Tag bzw. 2 Tage später auf Malek Jazeri gegangen bin. Ich glaube, das war in Istanbul oder in Antalya, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das ein ATP 250 Turnier. Und da wusste ich, er wird nicht fit sein. Ich wusste, er wird mit dem Kopf ganz woanders sein. Ich wusste, Marin Cilic Hochzeit, hat ein bisschen was getrunken, beziehungsweise kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das kann nichts werden. Und da sind wir zu einer 10er-Quote auf Malek Jazeri Sieg gegangen. Da sind wir auf Malek Jazeri erster Satz gegangen. Ist beides durchgegangen. Aber zurück zu Marin Cilic. Auf jeden Fall ein Spieler, der sonst eine sehr mächtige Vorhand hat, der einen mächtigen Surf hat, aber sein jetziges Problem ist seine mentale Schwäche und so verliert er selbst gegen klare Außenseiter, die er normalerweise in Straight Sets, sprich 2:0 vom Platz, putzen müsste. Das ist sehr, sehr ärgerlich, ja, extrem ärgerlich, da es ein Spieler ist, der extremes Potenzial besitzt, der extreme Waffen hat, aber aufgrund dieses Faktors kann ich mich einfach nicht mehr auf ihn verlassen und ich glaube, es wird in diesem Leben nicht mehr dazu kommen, dass ich mein Vertrauen blind in seine Hände legen werde. Deswegen Marin Cilic, Blacklist-Spieler Nummer 2. Mein Blacklist-Spieler Nummer 3 lautet Feliciano Lopez, mit dem ich Mitte 2018 bei der Sabadell Open, also bei der ATP Barcelona, ein Foto machen durfte. Danke an dieser Stelle, Feliciano Lopez. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Feliciano Lopez seit 2019 auf meiner Blacklist ist. Ich muss so ehrlich sein und zugeben, 2020 habe ich mich leider Gottes gegen meine Wettphilosophie gewendet, habe eine Wette auf Feliciano Lopez platziert. Er war so ein schöner Favorit, er war in einer relativ guten Form, er hat gegen Marc-Andrea Hüssler gespielt. Ja, und trotzdem hat er verloren, da habe ich es direkt wieder bereut. Ich glaube, 2 Einheiten in die Tonne geschmissen. Feliciano Lopez hat eine ganz, ganz komische Eigenschaft. Das ist der Fognini-Faktor, sage ich jetzt mal. Weil Fabio Fognini ist so ein Spieler, er muss Außenseiter sein, damit er 100% gehen kann. Er braucht Herausforderungen. Er muss wissen, dass gegenüber ein Gegner steht, gegen den er seine beste Leistung entfalten muss, um am Ende als der Sieger vom Platz zu gehen. Und genauso ist es in letzter Zeit bei Feliciano Lopez. Das war vorher nicht der Fall, vor 2019, inzwischen ist es das. Vielleicht, weil es kurz vor seinem Karriereende ist, vielleicht, weil es für ihn nur noch um den Sport an sich geht, weil er einfach diesen Reiz braucht. Aber als Favorit kann man nicht auf ihn wetten, denn dann spielt er, wie der grottigste Spieler überhaupt. Das ähnelt schon einem Ivo Karlovic. Ivo Karlovic sollte für jeden von euch dann ein Name sein. Ganz, ganz schlimm im Feld. Nur Slice, 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 Slice. Und das war's. Mehr ist da nicht drin. Von Bündern kann da gar nicht die Rede sein. Das Einzige, worauf er sich verlassen kann, ist sein Surf, aber das reicht oftmals nicht. Kaum spielt er gegen einen guten Gegner, passt plötzlich alles. Also der Spieler ist wie ausgewechselt. Da passt einfach alles. Aber auch nicht immer. Auch nicht immer, weil Feliciano Lopez einfach spielerisch nicht die Anlage hat, um es mit den Besten aufnehmen zu können, weil er einfach viel zu passiv spielt und er von den Gegnern als von sich selbst abhängig ist, da er mit seinem nervigen Slice die Gegner nervt und dafür sorgt, dass diese Unforced Errors generieren. Aus diesem Grund und aufgrund dieser mentalen Einstellung ist und bleibt Feliciano Lopez einer meiner Blacklist-Spieler, sodass ich mein Geld nicht auf diesen Spieler platzieren werde. Blacklist-Spieler Nummer 3, Feliciano Lopez. Das waren meine 3 Blacklist-Spieler. Ich habe natürlich noch mehr auf Lager, aber diese werde ich euch nach und nach mit der Zeit präsentieren. Ansonsten würde das Video ewig in die Länge gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt, welche Blacklist-Spieler ihr auf eurer Liste habt, beziehungsweise auf welche Spieler ihr euch seit längerem nicht mehr verlassen könnt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne, was ihr von meinen 3 Blacklist-Spielern haltet. Und sonst würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr beim nächsten Video, Tennis-Video, wieder dabei seid. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.